willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde, ja. Und heute klären wir einfach mal die Frage, warum ich in letzter Zeit, fast keine Videos rauskomme, beziehungsweise warum zurzeit so wenig Videos kommen. Also, das hat im Prinzip mehrere Gründe. Wir fangen erstmal an. Also, der erste Grund ist halt, ja, relativ easy zu erklären. Ich bin seit letzter Woche Mittwoch, Donnerstag krank. Und, wenn ich krank bin, dann mache ich, also YouTube-Videos erst recht nicht, aber da poste ich meistens nicht so viel, weil erstens will ich wieder gesund werden, erstens kümmere ich mich darum, dass ich wieder gesund bin, dass wieder alles perfekt alles und zweitens, ja, habe ich auch nicht so die Lust. Ich denke mal, man kennt das, wir alle waren schon mal krank und da hat man einfach nicht so Lust, irgendwie YouTube-Videos zu drehen, irgendwas zu posten, allgemein irgendwas zu machen, was man sonst machen würde und also es lag auf jeden Fall daran, dass ich krank bin, immer noch. Bisschen, also ich niese ab und zu noch ein bisschen so, aber es ist auf jeden Fall schon wieder fast alles weg und also was hatte ich überhaupt? Ich hatte eine Erkältung, eigentlich nichts weiter, Halsschmerzen beim Schlucken halt so, Schluckbeschwerden, was gab's noch? Ja, also irgendwie immer so Kitzeln, Krabbeln im Hals, ansonsten war da nicht viel, niesen, bisschen husten, niesen, husten, ansonsten wäre es das eigentlich gewesen. Genau, ansonsten liegt das daran, dass, das ist jetzt der zweite Grund, ich einfach zurzeit fast keine Videoideen habe. Also hier an der Stelle auch die Bitte an euch, also schreibt bitte in die Kommentare, falls ihr irgendwas sehen wollt. Wir haben schon manche Videoideen reingetan, aber jetzt auch nicht so viele. Deswegen auf jeden Fall an alle, die irgendwas sehen wollen, beziehungsweise wenn ihr irgendwelche Videoideen, Videovorschläge, Videowünsche habt, dann schreibt das auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt, wenn ihr irgendwas sehen wollt und ich versuche das dann umzusetzen. Kommt dann natürlich drauf an, was es ist. Weil absolut von mir selber aus gesehen oder dass mir jemand anderes was sagt, fällt mir zurzeit sehr, sehr wenig ein, weil, ich habe irgendwie sehr, sehr viel schon gemacht, was ich hätte machen können mit Roomtour und alles so. Ich könnte jetzt wieder eine Roomtour machen, weil die hat sich ja ein paar was verändert, aber das ist halt irgendwie doppelt gemoppelt so, also, weil sich halt nicht so viel geändert hat, wird das nicht so viel Sinn machen. Ich bin jetzt nicht irgendwie in eine neue Wohnung gezogen oder so, deswegen, und davon abgesehen fehlt mir halt so ein bisschen, die Ideen, was ich machen könnte. Und ja, ich könnte so diese alten Serien weiterführen, aber davon abgesehen halt, ne? Deswegen bitte ich um eure Mithilfe, gebt mir irgendwelche Vorschläge, falls ihr welche habt, bitte. Und jetzt kommen wir zum dritten Grund und das ist im Prinzip der Hauptgrund, den ich gerade vergessen habe. Das ist es, top, Digga. Ja, was ist der Hauptgrund? Genau. Das ist der Hauptgrund. Es ist einfach so, dass, mein Tagesablauf passt das zurzeit nicht mehr Videos drehen. Also es ist so, ich fange meistens erst, gegen Abend, gegen Nachmittag an, überhaupt zu posten. Also ich fange mit Instagram an und den anderen Sachen halt, YouTube mache ich meistens zum Schluss. So, und ich fange dann, da ich halt zu spät anfange am Tag, jetzt ist es, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, ist es gerade fast 4:45, also zwischen 4:30 und 5:30. 4:45 ist es gleich und da fange ich, manche Tage habe ich dann auch nicht mal angefangen, irgendwas zu posten. Und so ist das dann halt, weil, ich weiß nicht, irgendwie fehlt da zur Zeit, die Zeit, also die Zeit für Videos, die Zeit für YouTube-Videos und halt allgemein, ich weiß nicht, wie ich das alles machen soll. Deswegen kam in letzter Zeit eigentlich bloß bei Instagram was, bei Snapchat, was fehlt noch? Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, WhatsApp was. So, aber YouTube ist immer so ein bisschen außen vor gewesen und das ist im Prinzip der Grund. Ich muss mir da irgendwas anderes überlegen, entweder ich fange eher an oder ich mache trotzdem ein YouTube-Video, versuche ich jeden Tag oder alle zwei Tage oder irgendwie sowas hochzuladen. Falls ihr da irgendwelche Hilfe habt, irgendwelche Vorschläge habt, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare, das wird mir helfen. Ich weiß, dass das Video jetzt hier sehr, sehr unstrukturiert ist. Ich habe es auch sehr, sehr spontan aufgenommen. Also ich habe mir vor 10 Minuten noch überlegt, was ich überhaupt aufnehme, aber diese Sache war mir einfach so wichtig, dass ich das vorgezogen habe, anstatt irgendein anderes Video, weil es fragen halt viele, ob ich, wie gesagt, mit YouTube aufhören will, nicht mehr Bock drauf habe, fragen halt, wann ein neues YouTube-Video kommt, die Fragen häufen sich und so und deswegen wollte ich euch das einfach mal erklären, dass ihr besser Bescheid wisst. Ich denke mal, jetzt ist alles klar und ich hoffe auf jeden Fall, mir selber fallen auch, also außerhalb von euch, die mir helfen und in die Kommentare Videovorschläge und so schreiben, fällt mir auch mal wieder mehr ein. Das wär's so im Großen und Ganzen.
Ja, genau. In dem Sinne hätte ich eigentlich alles gesagt. Heute ist, ich weiß gar nicht, welchen Tag wir heute haben, Mittwoch oder Donnerstag, keine Ahnung, absolut Lust. Auf jeden Fall, ja, ich versuche morgen, übermorgen wieder ein Video rauszuhauen. Ich weiß, das habe ich auch im letzten Video gesagt und dann sind fast 3 Wochen oder wirklich 3 Wochen umgegangen. Ja, bis ich jetzt wieder dieses Video drehe, beziehungsweise wieder ein neues hochladen werde. Aber, oder vielleicht sogar noch mehr als 3 Wochen. Wer weiß, wann dieses Video erscheint, wie lang es da schon her ist, das letzte Video. Ja, in diesem Sinne wäre eigentlich alles gesagt. Danke fürs Zuschauen und ich versuche jetzt auf jeden Fall wieder aktiver hier zu werden. Aber diese Probleme sind zurzeit die ich noch lösen muss, beziehungsweise ja, wo ich eine Lösung für finden muss für alle. Das eine Problem ist bald weg. Das andere ist, ja, dafür kann man eine Lösung finden und für das andere, da könnt ihr mir helfen und mir selber muss bloß wieder was einfallen. Also es ist alles machbar. Und ich gehe davon aus, dass ich das gut hin. Perfekt, so hat das YouTube-Video abgebrochen. Ja, ich habe gesagt, falls es nicht mal ganz drauf ist, ich glaube, es ist bloß noch so irgendwie, ich gehe davon aus, dass ich das hinbekomme, mehr oder irgendwie sowas, das ist nicht mal ganz drauf, ist dann irgendwo abgespackt. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, ich gehe davon aus, dass ich das ganz gut hinbekomme, so oder ungefähr. Ja, in diesem Moment ist jetzt wirklich alles gesagt. Danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Und ja, das sehen wir uns beim nächsten YouTube-Video wieder und peace.